Zigarettenpackungen sind keine neue Erfindung. Und die deutsche Tabakindustrie ist am Vormittag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abgeblitzt. Per Eilantrag wollte nämlich ein Zigarettenhersteller verhindern, dass die Tabakrichtlinie der EU heute in Kraft tritt. In anderen Ländern gehören Ekelbilder auf Zigarettenschachteln zum Alltag. In Australien zum Beispiel ging direkt nach der Einführung der Schockfotos der Tabakkonsum um mehr als 12% zurück. Und auch in Spanien machen sich die Schockfotos bemerkbar, berichtet SWR1-Korrespondent Oliver Neuroth. In Spanien müssen Tabakkonzerne schon seit gut 10 Jahren Schockfotos auf die Zigarettenpackungen drucken. Wenn man am Kiosk steht, sieht man sie. Bilder von stark alternder Haut, faulenden Raucherbeinen und Lungen, die von Krebs befallen sind. Irgendwann fress ich auch. Omar Mata, Rauch und Töte.